Der Ölprinz von Karl May. Endlich war der Kantor mit seiner Erzählung fertig. Ponner wusste alles und wendete sich an den Häuptling. Das Wichtigste sollst du gleich zuerst erfahren. Da draußen auf der Hochebene lagern Winnetou und Old Shatterhand. Wuff, wuff, du redest die Wahrheit? Es ist so, wie ich sage. Sie sind gekommen, euch zu überfallen. So werden sie sterben müssen. Woher kommen sie? Wo stecken sie und wie viele Leute sind bei ihnen? Ponner gab ihm genaue Auskunft, denn es fiel ihm gar nicht ein, den Häuptling zu belügen und irrezuführen. Er rechnete auf die Dankbarkeit der Roten. Die hervorragendsten Krieger standen in der Nähe und hörten Pollers Worte. Als er mit seinen Mitteilungen zu Ende war, blickte der Häuptling eine Zeit lang sinnend vor sich nieder und sagte dann, zu den Indianern gewendet: Meine Brüder haben gehört, was dieses Bleichgesicht gesprochen hat. Aber die Zunge der Weißen haben zwei Spitzen, von denen die eine mit Trug und die andere mit Falschheit endet. Wir müssen uns überzeugen, ob unsere Ohren die Wahrheit oder die Lüge vernommen haben. Es mögen also Kundschafter, die ich jetzt auswählen werde, zur Höhe steigen. Er ging von Feuer zu Feuer, um die Krieger zu bezeichnen, die er für befähigt hielt, Männer wie Winnetou und Old Shatterhand zu beschleichen. Dann sah man diese Krieger, nur mit einem Messer bewaffnet, sich vorsichtig entfernen. Hierauf kam der Häuptling zu Poller zurück und sagte, auf den Kantor zeigend: Da dieses Bleichgesicht von einem Geist, der nichts verlangt, als singen zu dürfen, besessen ist, so soll ihm von uns nichts Böses geschehen. Er wird ungefesselt hin und her gehen können, wie es ihm beliebt. Aber sobald es ihm einfallen sollte zu entfliehen, bekommt er eine Kugel. Sag ihm das. Poller gehorchte. Als der Emeritus diese Mitteilung hörte, sagte er frohlockend: Sehen Sie, dass ich recht hatte? Für einen Jünger der Kunst gibt es keine Gefahr. Die Musen beschützen mich. Merken Sie, dass wir Komponisten keine gewöhnlichen Menschen sind. Poller ärgerte sich über dieses große Selbstbewusstsein und antwortete also: Von ihren Musen kann hier keine Rede sein. Ja, sie stehen unter einem besonderen Schutz, aber unter einem ganz anderen. So? Unter welchem denn? Unter dem der Verrücktheit. Verrücktheit? Dehnte der große Musiker. Darf ich fragen, wie Sie das meinen? Warum nicht? Kein Indianer tut einem Wahnsinnigen etwas zuleide. Darum können Sie hier fast ganz frei spazieren gehen. Wahnsinnig? Sie wollen doch nicht etwas sagen, dass... Er sah dabei Poller starr in das Gesicht. Ja, gerade das will ich sagen, nickte dieser. Die Roten halten Sie für verrückt. Aber warum denn? Aus welchem Grunde denn? Weil Sie nicht begreifen können, dass ein vernünftiger Mensch über das Meer und nach dem Wilden Westen gehen kann, nur um über die Leute, die er da trifft, Musik zu machen. Musik zu machen? Bitte sehr, Herr Poller, Sie bedienen sich da eines vollständig falschen Ausdrucks. Musik macht ein Bierfiedler oder Leierkastenmann. Ich aber bin Komponist. Ich werde eine Heldenoper von 12 Akten komponieren und Sie werden die Ehre haben, darin ebenfalls vorzukommen. Danke sehr, ich bitte mich dabei auszulassen. Übrigens haben die Insmen gar nicht so sehr unrecht, denn wenn ich aufrichtig sein will, so muss ich ihnen sagen, dass sie allerdings einen Klaps zu haben scheinen. Und zwar nicht einen sehr kleinen, nee, andersrum, und zwar einen nicht sehr kleinen. Aber der Sinn ist derselbe. Wie? Meinen Sie das wirklich auch? Dann will ich doch lieber wie Sie gefesselt an der Erde liegen, aber für einen vernünftigen Menschen gehalten werden. Sagen Sie das dem Häuptling. Fällt mir nicht ein. Der Umstand, dass Sie sich frei bewegen dürfen, kann uns von außerordentlichem Nutzen sein. Missbrauchen Sie ihn aber nicht und kommen Sie ja nicht auf den Gedanken, sich zu entfernen. Dann würde Sie auf der Stelle töten. Oh, das fällt keinem Menschen ein. Ich stehe unter dem Schutz der Kunst. Lassen Sie doch zum Kuckuck Ihre Kunst aus dem Spiel. Denken Sie von sich meinetwegen, was Sie wollen, aber denken Sie doch auch an diejenigen, denen Sie nützlich sein könnten. Sehen Sie?
der Häuptling nach uns sieht, wie er uns beobachtet? Wir dürfen nicht zu viel miteinander reden, sonst schöpft er Verdacht. Passen Sie später ein wenig auf mich auf. Wenn ich Ihnen winke, so habe ich Ihnen etwas mitzuteilen. Dann nähern Sie sich mir so unbefangen wie möglich, sehen mich gar nicht an und bleiben in meiner Nähe stehen, bis Sie gehört haben, was ich Ihnen mitteilen will. Das wird das bestimmt von großem Nutzen für Ihre Freunde sein. Wollen Sie das? Gern, Herr Poller. Wir Jünger der Kunst leben zwar in einer höheren Welt, aber ich bin keineswegs stolz darauf. Und wenn ich im gewöhnlichen Leben einem Menschen nützlich sein kann, so weigere ich mich nicht, von meiner Höhe herabzusteigen. Poller wäre am liebsten grob geworden, hielt es aber für geraten, sich zu beherrschen und sagte, man hat Sie entwaffnet. Sehen Sie doch zu, heimlich zu einem Messer zu kommen. Ich hoffe doch, dass Sie pfiffig genug sind, das fertig zu bringen. Pfiffig? Na und ob? Ein Komponist ohne Pfiffigkeit ist undenkbar. Wozu aber wollen Sie denn das Messer haben? Diese Frage war nun freilich kein Beweis von Pfiffigkeit. Das hätte Poller ihm gar zu gern gesagt. Aber er befürchtete, ihn damit zu beleidigen und gab ihm also die Auskunft, um mich und Ihre Gefährten zu befreien. Die sind doch gar nicht gefangen. Das stimmt, aber man weiß doch nicht, was geschehen kann. Ich habe den Häuptling ganz falsch berichtet. Dennoch kann der kleinste Zufall seine Späher auf die richtige Spur bringen. Dann ist es sehr leicht möglich, dass Ihre Freunde ergriffen werden, wenn nicht etwas noch Schlimmeres geschieht. In diesem Fall würden Sie nur dadurch zu retten sein, dass Sie mir heimlich ein Messer verschaffen. Ihnen zu erklären, wozu ich es haben will, dazu fehlt jetzt die Zeit. Wir dürfen nicht länger miteinander sprechen. Der Häuptling beobachtet uns dauernd. Also, wollen Sie? Ja. Wenn ich meinen Freunden damit nutzen kann, soll es mir darauf nicht ankommen, einmal den Spitzbuben zu machen, indem ich den Roten ein Messer stehle. Poller hatte recht gehabt. Denn der Häuptling stand jetzt auf, kam herbei und trieb die beiden auseinander. Doch wurde seine Aufmerksamkeit abgelenkt, weil soeben die Kundschafter zurückkehrten. Sie meldeten ihm, dass sich alles genauso verhalte, wie Poller sagte. Das ist sein Glück, meinte er. Hätte er mich belogen, wäre er noch in dieser Nacht getötet worden. Er hat die Bleichgesichter verraten und wird meinen, dass ich ihm dafür gnädig sein werde. Da aber irrt er sich, denn ein Verräter ist schlimmer als der schlimmste Feind. Er ließ sich das, was die Späher erkundet hatten, genau beschreiben und entschied dann, wir werden sie im Schlaf überraschen und deshalb wohl nicht mit ihnen zu kämpfen brauchen. Zwei Krieger von uns auf einen von ihnen, auf Winnetou aber und auf Old Shatterhand je vier. Drei auch für den Posten der Wache hält, damit er schnell und sicher überwältigt wird. Wir nehmen nur die Messer und Tomahawks mit. Und Riemen, dazu die Gefangenen zu binden. So große und berühmte Krieger tötet man nicht. Und es ist ein großer Ruhm für uns, sie gefangen zu den Unsrigen zu bringen. Und eine noch viel größere Schande für sie, in unsere Hände gefallen zu sein, ohne gekämpft und eine Wunde erhalten zu haben. Er suchte sich die zuverlässigsten und stärksten seiner Leute aus und brach mit ihnen auf. Der Mond stand über dem Tal. Sein bleicher, matter Schein drang aber nicht durch die Wipfel der Bäume, zwischen denen die Schar der auserwählten Roten jetzt verschwand, um lautlos und vorsichtig den Bergeshang hinaufzuklettern. Oben herrschte die tiefste Ruhe. Chissot hatte bis vor kurzem Wache gestanden und war von Droll abgelöst worden. Droll ging, um nach dem anstrengenden Ritt wach zu bleiben, leise und langsam hin und her. Alle anderen schliefen fest, außer dem Hobblefrank. Dieser hatte einen aufregenden Traum, worin er sich mit dem Kantor zankte, und zwar in einer solchen Weise, dass er sich auf ihn stürzte, um ihn zu packen. Darüber wachte er auf. Er öffnete die Augen, sah den bleichen Mond über sich und war froh, dass der Streit nur ein Traum und keine Wirklichkeit gewesen war. Er drehte sich auf die andere Seite, um nach dem Emeritus zu sehen, der Vollständigkeit halber, der sich nicht weit von ihm niedergelassen hatte. Kantor war nicht mehr da. Sollte er sein Lager nach einer anderen Stelle verlegt haben? Das war unwahrscheinlich. Frank setzte sich auf und blickte umher. Er sah ihn nicht. Er zählte die Schläfer.
Es fehlte einer. Und zwar der Kantor. Da weckte der Hobble seinen Nachbarn, Sam Hawkins, und flüsterte ihm zu. Nimm's nicht übel, Sam, dass ich dich aus dem Schlaf reiß. Aber ich sehe den Kantor nicht. Wo mag er sein? Soll ich die anderen wecken? Sam gähnte ein wenig und antwortete dann ebenso leise. Wecken? Nein, der Schlaf ist allen nötig. Wollen die Sache allein abmachen. Der unvorsichtige Mann wird wieder mal eine Strecke fortgelaufen sein, um sich im Stillen an seiner berühmten Oper zu zermartern. Komm, wollen ihn suchen. In welcher Richtung? Hier in den Wald und den Abhang hinunter, wo die Roten lagern, hat er sich jedenfalls nicht gewagt. Nee, er ist sicherlich da links in die Ebene hinausgetanzt, um den Mondschein anzusingen. Nach dieser Seite wollen wir gehen. Nehmen wir die Gewehre mit? Brauchen wir mal so schwerlich? Brauchen oder nicht brauchen, ein Westmann lässt sein Gewehr nie liegen. Ich nehme meine Liddy auf jeden Fall. Bevor sie sich entfernten, erkundigten sie sich bei Droll, der nun auch bemerkte, dass der Emeritus fehlte und versicherte, er muss schon fortgelaufen sein, ehe ich meinen Posten angetreten habe. Macht, dass ihr ihn findet, sonst kann's leicht eine Dummheit geben. Werden ihn schon bringen, wenn ich mich nicht irre, nickte Sam. Wenn wir einen Halbkreis abgehen, müssen wir unbedingt auf seine Spur kommen. Der Mond scheint zwar nicht hell, aber ich denke, dass wir sie dennoch bemerken werden. Soll dem Emeritus diesmal schlechter gehen, wenn wir ihn erst haben. Hawkins und Frank gingen eine Strecke westwärts am Waldsaum hin, um dann ostwärts einen Halbkreis zurückzuschlagen, dessen Mittelpunkt das Lager war. Sie waren gezwungen, tief gebückt zu gehen, um die Spur erkennen zu können. Da sie den Gesuchten nicht sehen konnten, nahmen sie an, dass er sich ziemlich weit entfernt hatte. Droll folgte ihnen mit seinen Blicken, bis er sie nicht mehr sah. Er war besorgt wegen des unvorsichtigen Kantors und lenkte unwillkürlich seine ganze Aufmerksamkeit auf die Ebene. Dabei stand er so, dass er ihr das Gesicht zukehrte. Daher sah er nicht, dass jetzt drei Indianer am Waldessaum auftauchten und sich mit unhörbaren Schritten auf ihn zubewegten. Plötzlich fühlte er zwei Hände am Hals. Er wollte rufen, brachte aber nur ein kurzes Röcheln hervor, dann streckte ihn ein Hieb mit dem flachen Tomahawk besinnungslos zu Boden. Sam Hawkins und der Hobble Frank hatten wohl zwei Drittel ihres Weges zurückgelegt, ohne eine Spur des Gesuchten zu finden. Da vernahmen sie plötzlich den lauten Kriegsschrei Winnetous, und einen Augenblick später erklang die dröhnende Stimme Old Shatterhands. »Wacht auf, der Feind ist...« Die Worte endeten in einem Gurgeln, das bis zu ihnen drang. »Herrgott! Nun sind wir überfallen worden! Schnell hin!« rief Frank und machte eine Drehung, um sich nach dem Lager zurückzuwenden. Da wurde er von Sam ergriffen und zurückgehalten. »Bist du toll!« raunte ihm Sam mit unterdrückter Stimme zu. »Hab ich! Es ist schon vorbei!« können nichts mehr tun. Es ertönte jetzt ein vielstimmiges indianisches Siegesgeheul. Hörst du es? Flüsterte Sam. Unsere Freunde sind überrumpelt worden. Wenn wir es klug anfangen, können wir sie wahrscheinlich retten. Retten? Das lässt sich hören. Ich gebe mein Leben hin, sie wieder zu befreien. Das ist hoffentlich gar nicht notwendig. Jetzt freut es mich, dass du mich geweckt hast, um den Kantor zu suchen. Wäre dies nicht geschehen, so legen wir auch mit den Gefährten an Händen und Füßen gebunden. So aber sind wir frei. Und wie ich den alten Sam Hawkins kenne, wird er nicht eher ruhen, als bis sie wieder losgekommen sind, wenn ich mich nicht irre. Der Hobble Frank befand sich in großer Aufregung und stand nach dem Lager hin horchend mit vorgebeugtem Oberkörper da, wie bereit, augenblicklich fortzurennen. Darum hielt Sam Hawkins ihn noch immer fest und zog ihn leise mit sich fort. Am Wald angekommen, schlichen sie in dessen Dunkel längs des Randes hin. Aber sie waren noch nicht weit gekommen, so blieben sie stehen, denn es erscholl ein lauter Ruf. »Usta Aku Etente! Kommt herauf, ihr Männer!« »Halt! Wir müssen stehen bleiben!« flüsterte Hawkins.
Die Leute, die der Häuptling ruft, werden da am Abhang heraufkommen und wir stoßen mit ihnen zusammen, wenn wir weitergehen. Horch! Die Stimme des Anführers war bis in das Tal gedrungen. Bald hörte man das Rollen von Steinen, das Brechen und Knacken von Zweigen und das Geräusch von vielen Fußtritten. Die Überfallenen sollten nebst ihren Sachen und Pferden in das Tal geschafft werden, wozu mehr Indianer erforderlich waren, als sich oben befanden. Nun gab es ein Gewirr von befehlenden, fragenden und antwortenden Stimmen. Dann hörten die beiden Lauscher Huftritte und Menschentritte näher kommen. Sie sahen einen langen Zug von Menschen und Pferden vorübergehen. Da er vom Mond beleuchtet wurde, konnten sie die einzelnen Gestalten deutlich unterscheiden. Ihre Freunde waren alle an den Händen und Füßen gefesselt, an den Füßen so, dass sie nur kurze Schritte machen konnten. Und keiner fehlte, bis auf den Kantor. Winnetou ging ebenso wie Old Shatterhand zwischen vier stämmigen Indianern. Als der Zug vorüber war, drohte der Hobblefrank mit der Faust hinter ihm her und knirschte: »Wenn ich nur könnte, wie ich wollte, da riss ich diese röden Halunken in Stücke, dass wir wie Sägespäne durch alle Lüfte flögen. Aber ich werde ihn schon noch in Licht darüber aufstecken, was der Hobblefrank zu bedeuten hat, wenn sein Grimm zornig und sein Zorn grimmig geworden ist. Da sind sie hin. Und wir stehen hier wie zwei zerbrochene Regenschirme oder als ob uns die Filzschuhe an die Beine gewachsen wären. Wollen wir ihn denn nicht nach? Nein. Warum denn nicht? Weil das ein Umweg gewesen wäre. Sie mussten sich zum Fortschleppen der Gefangenen den bequemsten Weg auswählen, sind darum längs der Höhe hin und werden dann an einer geeigneten Stelle hinuntergehen. Wir aber schleichen uns auf dem Abhang hier hinab, da, wo Sie heraufgekommen sind. Und nachher? Nachher werden wir ja sehen, was wir tun können. Schön, also vorwärts, Sam. Es juckt mich in allen Fingern mit den röten Halunken, eins auszuwischen. Sie stiegen langsam und vorsichtig geradewegs in das Tal hinab. Als sie unten angekommen waren, wurde ihnen das Anschleichen durch die brennenden Feuer erleichtert, nach denen sie sich richten konnten. Sie bewegten sich ein wenig oberhalb des Indianerlagers hin, bis sie an eine Stelle gelangten, wo zwei hohe, flache und dünne Felsenstücke so gegeneinander lagen, dass sie eine Art Zeltdach bildeten, unter dem für zwei Personen leidlich Platz war. Vorn standen einige kleine Fichten, deren niedrige Zweige den Eingang fast verdeckten. Sie krochen hinein und legten sich so, dass sie sich mit den Köpfen unter den Bäumchen befanden und zwischen den Stämmen hervorblicken konnten. Als sie es sich so bequem wie möglich gemacht hatten, stieß Hobblefrank seinen Gefährten an und flüsterte ihm zu: »Siehste, dass ich meine Größe sehr gabe nicht geirrt hat. Dort sitzt der Pflaumenteufel am Feuer. Er ist es also wirklich gewesen, der uns verraten hat, dieser zwölftaktige Meridicus.« »Ja, du hast recht gehabt. Er ist es wirklich gewesen.« »Aber er scheint mir gefangen zu sein. Warum haben sie ihn nicht gefesselt?« »Das ist mir auch unbegreiflich.« »Und da? Wer liegt denn dort?« »Ah, der Ölprinz. Und die zwei anderen werden Butler und Potter sein.« Außerdem konnten die beiden etwa 150 Indianer zählen. Also waren ebenso viele nach oben gestiegen, um die Weißen festzunehmen und dann herabzuschaffen. Am Fluss schliefen oder grasten die Pferde. Sie waren abgezäumt und man hatte die Sättel in mehrere Haufen zusammengelegt. Jetzt waren die lagernden Roten aufgesprungen und blickten erwartungsvoll talaufwärts. Von dort erscholl ein Jubelgeheul und sie beantworteten es. Der oben erwähnte Zug näherte sich dem Lager. Erst erschien ein kleiner Trupp von Roten. Dann kamen Old Shatterhand und Winnetou mit ihren acht Wärtern. Diesen beiden Männern sah man es nicht an, dass sie sich gedemütigt fühlten. Ihre Haltung war stolz und aufrecht, und mit freien, offenen Blicken musterten sie den Platz und die Menschen, die an den Feuern standen oder lagen. Auch den anderen Westmännern sah man keine Niedergeschlagenheit an. Die deutschen Auswanderer jedoch blickten ängstlich um sich, und noch niedergedrückter sahen ihre Frauen aus, die alle Mühe hatten, das Weinen der Kinder zu unterdrücken. Eine Ausnahme machte Frau Rosalie Ebersbach, die zwar auch gebunden war, aber mit geradezu herausfordernder Miene um sich.
Dem Kantor mochte jetzt doch endlich ein Licht über den Fehler aufgehen, den er begangen hatte. Sobald er die Lage einigermaßen übersah, trat er auf Old Shatterhand zu und sagte, »Herr Hopplefrank klagte über Durst, darum kletterte ich herunter, um ihm heimlich eine Freude...« »Schweigen Sie!« herrschte ihm der Jäger an und wendete sich von ihm ab. Einige Indianer nahmen den Emeritus zwischen sich, denn er sollte nicht mit seinen Reisegefährten sprechen. Die Nioras bildeten einen Kreis um die Gefangenen. Ihr Häuptling stand mit den bedeutendsten Kriegern in der Mitte und ergriff nun das Wort, indem er sich an Winnetou wendete. »Winnetou, der Häuptling der Apachen ist gekommen, uns zu töten. Er wird dafür am Marterpfahl sterben müssen.« »Pshaw!« Nur dieses eine Wort, erwiderte der Apache. Dann setzte er sich nieder. Er war zu stolz, sich zu verteidigen. Der Häuptling zog die Brauen zornig zusammen und richtete sein Wort nun an Old Shatterhand. »Die weißen Männer werden alle mit den Apachen sterben müssen. Das Kriegsbeil ist ausgegraben und sie haben uns töten wollen.« »Wer hat das gesagt?« fragte Old Shatterhand. »Dieser Mann!« Dabei zeigte Mokashi auf den Kantor. »Er spricht eine Sprache, die du nicht verstehst. Wie konntest du da mit ihm reden?« Der Häuptling deutete auf Poller und antwortete, »Durch diesen! Er hat den Dolmetscher gemacht!« »Dieser Lügner? Du weißt, wer ich bin. Darf jemand Old Shatterhand einen Feind der roten Männer nennen?« »Nein, aber jetzt ist der Kampf ausgebrochen und jedes Bleichgesicht ist unser Feind.« »Auch ohne euch beleidigt zu haben?« »Ja.« »Gut, so wissen wir, woran wir sind. Schau diese drei Bleichgesichter, die du vor uns gefangen hast. Sie sind Lügner, Betrüger, Diebe und Mörder. Nur um sie zu ergreifen, sind wir in diese Gegend gekommen, nicht um euch zu belästigen oder gar zu bekämpfen. Gib sie heraus, so ziehen wir weiter, ohne uns in eure Angelegenheiten zu mischen.« »Uff! Ist Old Shatterhand plötzlich ein Kind geworden, dass es ihm in den Sinn kommt, ein solches Verlangen an uns zu stellen? Diese Bleichgesichter sollen wir ihm ausliefern? Sie gehören uns! Sollen unseren Siegeszug schmücken und dann am Marterpfahl sterben? Dasselbe wird auch mit Old Shatterhand geschehen und mit allen, die jetzt mit ihm ergriffen wurden. Welcher Häuptling der roten Männer gibt solche Gefangene heraus? Und wenn ich es tun wollte, würde Old Shatterhand noch viel mehr von uns verlangen.« »Was?« »Wir haben eure Pferde erbeutet und alles, was ihr bei euch hattet. Das gehört nun uns. Das Köstlichste aber, was wir erhalten haben, ist Winnetous Silberbüchse, dein berühmter Bärentöter und das Zaubergewehr, womit du ohne Laden zu brauchen so viele Male schießen kannst, wie du willst. Würdest du nicht das alles von uns fordern, wenn wir euch ziehen lassen?« »Allerdings.« »So siehst du, dass ich recht hatte. Wir geben die Beute nicht heraus und werden auch euch festhalten, denn euer toter Marterpfahl wird unseren Stamm berühmter machen, als jemals ein Stamm der roten Männer gewesen ist. Wir werden nach unserem Tod in den ewigen Jagdgründen zu den Obersten der Seligen gehören, weil eure abgeschiedenen Seelen uns dort bedienen müssen.« Old Shatterhand machte trotz seiner gefesselten Hände eine geradezu unnachahmlich stolze Armbewegung und fragte, »Pshaw, ist das dein fester Entschluss?« »Ja.« »So hast du gesprochen und ich werde auch mein letztes Wort sagen. Ihr könnt uns nicht festhalten. Und werdet auch die Beute herausgeben. Unsere Seelen werden die eurigen nicht bedienen. Denn wenn es uns beliebt, senden wir euch jetzt, in diesem Augenblick, in die ewigen Jagdgründe, wo ihr dann uns bedienen müsst, anstatt wir euch. Ich habe gesprochen.« Er wollte sich abwenden. Da trat der Häuptling ihm um einige Schritte näher und herrschte ihn an. »Wagst du so, mit mir, dem obersten Häuptling der Nioras, zu reden? Seid ihr unsere Gefangenen? Oder sind wir die Eurigen? Zähle deine Leute. Sie sind gefesselt und nur wenige Männer. Wir aber sind frei, sind bewaffnet und zählen über 3x10x10 tapfere Krieger.« »Pshaw. Old Shatterhand und Winnetou sind nicht gewöhnt, ihre Feinde zu zählen. Und ob wir gefesselt sind oder nicht, das ist uns gleich.« »Wir sind nicht eure Feinde.
sondern wollten friedlich von euch ziehen. Du aber hast uns die Feindschaft aufgezwungen. Wohlan, wir nehmen sie an. Das Kriegsbeil mag ausgegraben sein zwischen mir und dir, zwischen uns und euch. Nicht die Zahl der Köpfe oder die gefesselten Hände werden entscheiden, sondern die Vortrefflichkeit der Waffen und die Macht des Geistes. Er warf einen kurzen Blick auf Winnetou, und dieser neigte zustimmend, doch für die anderen kaum bemerkbar das Haupt. Die beiden verstanden sich ohne Worte. Der Häuptling der Nioros beachtete das in seinem Zorn nicht. Er rief mit wutbebender Stimme: Wo sind eure Waffen und wo ist der Geist, von dem du sprichst? Eure drei berühmten Gewehre hängen hier an meiner Schulter. Der Geist, von dem ich sprach, wird sie dir nehmen, fiel Old Shatterhand ihm in die Rede. Im gleichen Augenblick stand er bei Mukashi, hob die gefesselten Hände und schmetterte ihn mit einem Hieb der beiden Fäuste zu Boden. Schon stand auch Winnetou bei ihm, riss mit den gefesselten Händen dem Besinnungslosen das Messer aus dem Gürtel und schnitt damit die Armriemen Old Shatterhands durch, worauf ihm der weiße Jäger die seinigen zerschnitt. Nun hatten sie die Hände frei. Noch zwei Schnitte und auch ihre Fußriemen fehlen. Das war so schnell geschehen, dass die Roten gar keine Zeit gefunden hatten, es zu verhindern. Sie waren starr vor Staunen darüber, dass zwei Männer es wagten, mitten zwischen 300 Feinden in dieser Weise aufzutreten. Es galt, den Augenblick zu nutzen. Darum riss Old Shatterhand den Häuptling mit der linken Hand von der Erde zu sich empor, zückte mit der rechten das Messer und rief: Zurück! Wenn ein einziger Niora es wagt, nur einen Fuß gegen uns zu bewegen, so wird mein Messer augenblicklich in das Herz eures Häuptlings fahren. Und seht Winnetou, den Häuptling der Apachen, an. Soll er euch die Kugeln meines Zaubergewehrs in die Köpfe geben? Winnetou hatte nämlich den Henry-Stutzen ergriffen und hielt ihn schussbereit. Die Macht solcher Persönlichkeiten ist außerordentlich, zumal auf wilde, abergläubische Menschen. Dennoch war es ein sehr gefährlicher Augenblick. Wenn nur ein einziger Niora den Mut besaß, zum Angriff zu schreiten, so musste Winnetou ihn erschießen, und dann war die Rache sicherlich entfesselt, und es musste ein Niedermetzeln der Gefangenen folgen. Noch waren alle Minen starr vor Betroffenheit, und noch wagte keiner eine Bewegung, aber schon in der nächsten Sekunde konnte dieser Zauber seine Macht verlieren. Da erschien eine Hilfe, die der kühne Jäger wohl kaum für möglich gehalten hätte. Unter den Bäumen des Waldes erscholl eine laute Stimme: »Zurück, ihr Nichoras! Ihr steht auch noch, Bleichgesichter! Weicht ihr nicht sofort, so fressen euch unsere Kugeln! Um euch zu warnen, holen wir die Feder des Unterhäuptlings, dann aber treffen wir die Köpfe! Also, Feuer!« Der Unteranführer, der gemeint war, stand in der Nähe von Old Shatterhand. Er trug als Zeichen seiner Würde in seinem Schopf eine Adlerfeder. Die finsteren, kampfeslustigen Blicke, die er auf die kühnen Männer warf, sagten mehr als deutlich, dass er nicht willens war, sich einschüchtern zu lassen. Aber da krachte im Dunkel des Waldes, da wo die beiden Platten... Aber da krachte im Dunkel des Waldes, da wo die beiden platten Steine das erwähnte Zeltdach bildeten, ein Schuss. Und die Kugel riss dem Roten die Feder vom Kopf. Das wirkte augenblicklich. Die Drohung, die er gehört hatte, konnte in der nächsten Sekunde in Erfüllung gehen. Jetzt war es nur auf seine Feder abgesehen, dann aber galt es sein Leben. Er ahnte nicht, dass es nur zwei Personen waren, die dort im Dunkel steckten. Es mussten, nach seiner Ansicht, viel mehr, da sie so keck auftraten, ihrer viele sein. Darum stieß er einen Schrei des Schreckens aus und sprang vom Feuer weg. Die anderen Nioras folgten seinem Beispiel, indem sie sich ebenso rasch entfernten. Gott sei Dank, raunte Old Shatterhand dem Apachen zu. Wir haben gewonnen, das war Sam Hawkins, den wir hörten. Der Hobble Frank wird bei ihm sein. Ziele du auf den Häuptling, während ich mit dem Messer die anderen von den Fesseln befreie. Er ließ den Häuptling, auf den Winnetou die Mündung des Gewehrs richtete, zur Erde fallen und wendete sich zu seinen Gefährten, um ihnen die Riemen zu durchschneiden. Das geschah sehr schnell, so dass die Indianer gar keine Zeit fanden, ihn daran zu hindern. Sie hatten alles, was den Gefangenen abgenommen worden war, mit heruntergebracht, also auch die Waffen, und hier beim Feuer auf einen Haufen geworfen. Die Weißen brauchten sich also nur zu bücken, um in den Besitz ihrer Messer und Gewehre zu kommen. Sie standen nun frei und bewaffnet da, noch ehe zwei Minuten seit dem Beginn des gefährlichen Auftritts vergangen waren. »Jetzt die Pferde, und dann mir nach in den Wald«, gebot Old Shatterhand. Er selbst nahm sein und Winnetous Tier am Zügel, während der Apache den Häuptling der Nioras aufhob, um mit ihm im Dunkel zu verschwinden, dahin, von wo sie Sam Hawkins' Stimme vernommen hatten. Der Platz am Feuer war leer.
Die Roten starrten auf ihn, kaum imstande zu begreifen, dass sie sich so hatten überraschen lassen.